Hi Leute, willkommen zum letzten Spiel der ersten Vorrunde. Heute in Gruppe B. Und zwar, wenn wir uns hier die Gefechtswiederholung anschauen, ist es jetzt das Spiel Chalfnar als Orks versus die Zwerge unter Baumlords Kommando. Und wir schauen uns natürlich die Wiederholung an. Ich habe die Wiederholungsgefechte von praktisch von Chalfnar versus Baumlord und Baemon versus Master KV3 praktisch so gleichzeitig bekommen. Das ist ganz cool, weil ja, wie das Wochenende ist für mich ein bisschen stressig, deswegen nehme ich es jetzt gerade abends noch auf, die zwei Gefechte, um sie dann hochzuladen auch noch. So, ja, jetzt möchte ich hier ganz gerne schon mal auf Slow-Mo gehen. Wir haben eine sehr interessante Ork-Truppe, wie ich finde. Und zwar hat er hier zweimal Ork Moschatz, zweimal Schwarz Orks, hat hier hinten zweimal Drolle und hat hier drüben zweimal die Kamikaze-Katapulte und hat hier auf dieser Flanke noch zweimal Moschatz, der Ork Wildschweinreiter und einmal Ork Moschatz. Hat also keine Fernkämpfer dabei. Und auf der anderen Seite haben wir hier vorne gleich rumfliegend eine Einheit Gyrokopter und haben hier drüben zwei Einheiten Musketenschützen, die der Baumlord hier aufgestellt hat. Haben zwei, vier, fünf, sechs, sieben Einheiten Langbärte mit Schwert und Schild, also die defensivere Variante der Langbärte. Haben hier Ungrim Eisenfaust, also wieder den stärksten General von allen, also was zumindest den Ka die Kampfwert angeht, haben hier eine Einheit Slayer und haben hier noch zwei Einheiten Zwergenkrieger, um die Grollschleudern ein bisschen zu beschützen und nochmal eine Einheit Slayer. Und man sieht hier bei den Grollschleudern, die sind auf Gold upgraded, sind also damit schon ziemlich teuer. Ich würde sagen, wir starten einfach mal das Ganze. Ich finde es ganz interessant, also zwei Sachen zum Anfang, was ich auffällig finde, und zwar einmal die Slayer, aber da ist ja natürlich eine schlaue Sache. Er weiß ja nicht, bei Orks kommt ja öfter mal vor, dass da vielleicht irgendwelche Oger kommen oder solche, diese komischen Spinnen, da diese Riesenspinnen. Und da sind dann ja Slayer sehr gut gegen, deswegen ist das eine schlaue Idee von ihm. Gleichzeitig hat er diese normalen Grollschleudern gegen Infanterie, also er ist gegen Infanterie und auch gegen große Einheiten gut vorbereitet. Hier in dem Fall ist es natürlich jetzt so, dass Chalfnar keine großen Einheiten hat, deswegen sind diese Slayer jetzt eher so ein bisschen kontraproduktiv in dem Gefecht. Und auch nicht ganz so hilfreich. Hier. Genau, übrigens, da fällt mir ein, ich habe beim letzten Mal vergessen zu sagen, bei der Gruppe D, wer denn da jetzt auf welchem Rang ist. Also da sind jetzt Green Gore und der Master KV3 auf einem Platz natürlich. Und dann kommt Leonidas mit einem Punkt, also die anderen beiden mit drei und Baemon mit 0 Punkten. So, hier die Kamikaze-Katapulte schießen jetzt hier auf diese Gyrokopter. Ich habe erst gedacht, gerade eben, als sie geschossen haben, dass das nichts bringt, mit denen da drauf zu schießen, aber jetzt haben sie doch einiges eigentlich an Leben verloren, dafür, dass sie nur ein paar Mal getroffen haben. Aber jetzt passiert so ein bisschen das, wie auch mal einem Imperium-Spiel in einem anderen Gefecht passiert ist, dass jetzt so eine Einheit Gyrokopter hier wahrscheinlich demnächst das Ganze zerlegen wird, weil jetzt stehen die hier so über denen, das bedeutet, dass das hier wohl kaum noch was wird. Ja. Ja, die flüchten schon. Oder wanken zumindest schon mal. Hier drüben im Wald, in der Deckung des Waldes. Eine gute Idee von Schalfner hier. Natürlich die Deckung von dem Wald hier auszunutzen. Und nicht übers offene Feld zu rennen. Und hier drüben steht ja die Artillerie. So. Ja, ist natürlich bitter, dass hier zwei Einheiten Artillerie so verloren werden. Aber was soll er denn tun dagegen? Ja, er hat ja nur diese Artillerie als Fernkämpfer sozusagen. Hat ja keine Bogenschützen dabei. Oder sonst irgendwas. Wobei Bogenschützen gegen diese Gyrokopter auch nicht unbedingt so gut sind, weil die ja eigentlich Rüstungsdurchdringung brauchen und das haben ja Bogenschützen nicht. Ist eigentlich auch ziemlich doof, dann da nicht
gegen die Zwerge mit irgendwelchen zu spielen, mit irgendwelchen Einheiten, die gute Rüstungsdurchdringungswerte haben. Ich bin mir jetzt gerade bei diesen ganzen Ork-Moshards und Schwarz-Orks nicht ganz sicher, ob die da irgendwelche Boni haben. Ich glaube eher nicht, aber ich habe jetzt vorhin ganz vergessen zu gucken. Aber ich glaube eher nicht. So. Interessant auf jeden Fall das Ganze. So. Mich würde mal immer interessieren, bei wem ihr denkt, wer gewinnt am Anfang von so einem Gefecht. Vielleicht gehe ich auch mal ab sofort hin und ja, mach immer einen Strawpoll-Link und verlinke den euch unten in den Kommentaren, so da mal abstimmen könnt, wo, am Anfang vom Gefecht natürlich, wenn ihr meint, wer da gewinnen wird. Jetzt wird es relativ cool. Ja, also erstmal haben die gerade hier auf die Trolle schießen können. Dazu sind einfach Trolle auch eine Support-Einheit und das sieht man hier jetzt auch ganz schön, dass die hier schon klar Schaden machen und alles, aber ich glaube nicht, dass die das hier durchhalten. Jetzt wanken sie schon. Auch hier wird jetzt in die Reihen der Orks so eine Einheit reingeschickt. Ich glaube, die Slayers sind auch ziemlich gut gegen Trolle. Das sind sie auch noch, ja. Er verfolgt hier jetzt auch mit seinen Slayern die Trolle. Das sind also anscheinend dafür auch Anzeichen. Also die gelten auch zu groß, zur Kategorie groß. Upsala, jetzt habe ich den Charge hier ganz übersehen. Leider. Den hier jetzt nicht. Also jetzt kämpfen sie hier und hier dagegen. Und hier. Und da drüben natürlich gibt es genau so einen Charge hier. So. Und ja, was macht er denn jetzt hier? Okay, jetzt kommen hier seine Moshards rein. Ich habe bisher, muss ich ganz offen zugestehen, in keinem der Replays bisher einen effektiven Einsatz von Kavallerie gesehen. Geschweige denn irgendwie mal wenigstens irgendwie in den Rücken rein, so vernünftig irgendwo in den kämpfenden Rücken. Also ich setze meine Kavallerie immer auf zwei Arten ein. Die erste Möglichkeit ist, dass ich halt eben hingehe und sage, okay, ich warte, bis die Truppen im Nahkampf sind, versuche die Feinde alle im Nahkampf zu binden und dann irgendwo mit meiner Kavallerie hinten rein zu chargen. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, versuchen, die feindliche Kavallerie zu killen oder, okay, es gibt sogar drei Möglichkeiten, zu versuchen, die feindlichen Bogenschützen oder Fernkämpfer allgemein zu töten. Hier auch ganz klasse gesehen. Jetzt kamen diese Slayer, die da hinten die Trolle verfolgt haben, jetzt hier rein und so schnell flieht dann so eine Ork-Moshards-Einheit. Und jetzt ist hier auf der Flanke frei. Die Moshards der Ork-Wildschweinreiter kämpfen jetzt hier, haben jetzt gerade noch einen richtig tollen Schuss abgekriegt und nochmal einen. Wow. Ganz klasse. Natürlich hier für den Baumlord, der die Zwerge befehlt. Natürlich ganz, ganz schlecht für Chalfnar. So, das da drüben ist so gut wie erledigt. Jetzt schickt er auch schon die ersten Langbärte hier rüber. Man sieht hier ganz gut, finde ich, wenn sie dann tatsächlich hier mit denen, wenn man hier mit Zwergen gegen Orks, gegen solche guten Orks im Nahkampf kämpft, mit so, sagen wir mal, Mittelklasse bis guten Langbärten hier gegen diese Ork-Schwarzorks und Ork-Moshards kämpft, dann verlieren beide Seiten relativ viele Truppen, ja, das muss man schon so sagen. Wenn dann natürlich jetzt gleich hier wahrscheinlich von hinten, ja, sobald die Trolle, die hier zurückgekommen sind, irgendwann mal in die Flucht geschlagen werden oder getötet werden wahrscheinlich, dann hat er ja ziemlich sicher vor, das zu umgehen. Dann merkt man schon, dass das nicht unbedingt so toll ist alles, wenn man umzingelt wird. Das hilft meistens nicht. Ja, also hier fliehen jetzt auch schon die ersten Einheiten so aus dem Kampf. Wobei er hier jetzt eine Einheit Langwerte fast komplett vernichtet hat. Hier drüben sind seine Ork-Wildschweinreiter noch am Rumreiten, beziehungsweise am Kämpfen gegen die Zwergenkrieger, aber gar keine Chance hat er hier. So, hier schafft er jetzt was Interessantes. Hier schafft er es mit diesen Schwarzorks durchzubrechen und eine Einheit Langwerte anzugreifen. Natürlich, Baumlord weiß, okay, er muss seine Musketenschützen zurückziehen, sonst greift er hier an.
Jetzt schickt er sie hier rein. Ja, jetzt schickt er sie hier rein. Ist natürlich eigentlich schon okay, dass er sie jetzt in den Rücken reinschickt. Aber natürlich kommen jetzt dann gleich hier die Musketenschützen. Das war ja abzuwarten, ja, dass die jetzt gleich kommen. Jetzt kommen von hier, von hinten die Slayer und die Langbärte rein. Was ich hier nicht ganz verstanden habe, warum diese Musketenschützen jetzt hier in den Nahkampf gehen und nicht irgendwie da reinschießen. Das wäre viel schneller gegangen, wenn die da zwei Salven reingeschossen hätte, also jede Einheit eine. Dann wäre das auch ziemlich, ziemlich schnell erledigt gewesen. So, und das war praktisch die Schlacht. Es war eine knappe Niederlage. Es ist also kein Pyrrhus-Sieg für den Baumlord, sondern ein ganz regulärer Sieg. Das bedeutet, momentan ist die Gruppe B, ja, Baumlord mit 3 Punkten dabei auf jeden Fall mal, Schalfner mit 0 Punkten und dann haben wir noch das Sergals mit 3 Punkten und den Scheiße, ja. Das ist ein Moment, wenn man vergisst, wer jetzt in welcher Gruppe ist. Und Eisern Remo mit einem Punkt, genau, mit einem Punkt auf Platz 3 momentan. So sieht's momentan aus, genau. Also, Baumlord und der Serga ist auf Platz 1, jeweils mit 3 Punkten. Und der Eisern Remo mit einem auf Platz 3 und eben Schalfner mit 0 Punkten. Deswegen freue ich mich natürlich umso mehr auf solche Gefechte zwischen den jetzt zwei Siegern dieser Runde. Mal gucken, wie viel es da in der zweiten Vorrunde dann gibt. Wie gesagt, auch schon im letzten Part habe ich das gesagt, es geht los am Sonntagabend wahrscheinlich. Irgendwann wird ein Infovideo kommen mit den nächsten Vorrunden, also mit den nächsten Paarungen und auch mit den neuen Maps. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, hier zuzuschauen. Vor ein paar Minuten kam ja von Heiko schon ein Gefecht. Schaut euch das auch noch an. Und ja, dann bis zur zweiten Vorrunde. Ciao, Leute.